Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der dritten Etappe des Neckarsteigs. Startpunkt ist Neckarsteinach und Ziel ist Hirschhorn. Diese Etappe hat etwa 16,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Eige Moje! Moje!
Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die ersten 6 Kilometer haben uns gut gefallen, vor allem wegen der Burgruine Hinterburg, und danach schlängelten wir uns zum Goetheblick. Das war richtig genial, von da oben auf den Blick zum Neckar. Daumen hoch dafür. Aber danach, die nächsten 10 Kilometer, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Da sind wir einfach nur stupide auf breiten Wege gelaufen. Das hat uns überhaupt nicht gefallen. Naja, was soll's, Hauptsache wir waren wieder draußen unterwegs. Also, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns trotzdem über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Alle, machen's gut. Wir freuen schon richtig gleich Häuser zu sehen anstatt breiter Waldautobahn. Ciao, und mit etwas Glück bekommen wir gleich noch etwas Gutes zu essen in unserer Unterkunft. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die ersten 6 Kilometer haben uns gut gefallen, vor allem wegen der Burgruine Hinterburg. Und danach schlängelten wir uns hoch zum Goetheblick.